Ich lasse euch nur sehr ungern alleine. Aber puh, ich bin echt urlaubsreif. Ja, sicher. Aber fahr du nur. Hm. Gibt's sonst noch was, auf das ich achten muss? Ach du, ist ganz einfach. Hm. Der Rhododendron, der braucht Regenwasser, unbedingt. Ist in der goldenen Kanne drin. Okay, Rodi, goldene Kanne, hm, gebombt. Was sonst noch? Der Ficus Benjamini, der ist ein bisschen empfindlich. Mhm. Aber das schaffst du schon. Ja. Vielleicht lässt du den nächsten Tag mal das Aftershave weg. Ach so, ja, hat mir eh nie gefallen. Weißt du, ich bin eigentlich auch eher so ein Naturbursche. Ich finde nichts Spannenderes als so Blumen und so. Das will ich aber auch hoffen. Ja. Ich lasse nämlich nicht jeden an meine Babys ran. Die kleine Anemone, mit der kannst du ruhig mal ein bisschen reden, dann gedeiht die ganz super. Entschuldigung, hältst du mal kurz? Ja, klar. Die Erika ist relativ unkompliziert, mit der kannst du ruhig mal ein bisschen Tachles reden. Mhm. Und meine kleine Iris, ja, die macht mir im Moment ein bisschen Sorgen. Mhm. Vielleicht hörst du dir einfach mal zu. Zuhören, sicher. Na, Iris, wie geht's dir denn, so altes Haus? Du, ich glaube, die spricht nicht mit jedem. Pete, wenn du das hier nicht ernst nimmst, kann ich mir auch jemand anders suchen. Nee, bitte. Du, ich mach das echt gerne. Na gut. Aber vielleicht kannst du dich wenigstens entschuldigen. Natürlich. Tut mir leid, Kai. Na, nicht bei mir. Bei ihr. Ja, klar. Wie dumm von mir. Entschuldigung, Iris. Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Schon gut. Sie ist ja nicht nachtragend. Ja. So, ja, ich glaube, dann haben wir alles. Annika, ganz wichtig, ja? Hier, der Gummibaum, der braucht frischen Dünger. Klar. Wo hast du den? Nein, du verstehst nicht ganz. Ich meine ganz frischen Dünger. Ja. Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Ich dachte, du meinst, ich soll in den Blumentopf scheißen. Ja. Hab ich gedacht. Ich habe schon mal alles vorbereitet. Jo, dann lasse ich euch beide mal alleine. Ach, Pete. Lass doch in den nächsten Tagen lieber das Fleisch weg, das verträgt er nicht so gut. Gut,